Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu einem heutigen Video hier auf meinem Kanal. Ja, ich bin spät dran, ich weiß, aber ich will mich nicht lumpen lassen und will es mir gönnen. Wir öffnen heute die Top Trainer Premium Kollektion. Ich nenne es Top Trainer Promotion, ja. Es ist eine Premium, Ultra Premium Kollektion von Celebrations. Und ich wette, ihr habt davon schon mehr als genug Videos gesehen. Aber kommt Leute, gönnt mir das. Ich möchte diese Goldkarten haben. Wir werden 17 Booster von Celebrations öffnen und noch so ein paar andere Nebenbooster, die gar nicht so wirklich interessieren. Aber hoffentlich bekommen wir mit dieser Box endlich die Sammlung voll, denn es fehlen noch viel zu viele Karten. Und wir gehen da jetzt mal ganz schnell rein. Ach ja, diese Folien. Hier haben wir nun das gute Stück, geöffnet, befreit von der Verpackung. Da haben wir mich, juhu, hallo, oh Gott, was? Da haben wir eine Kamera, wie bescheuert. Aber hey, ich finde vom Design her, ich habe sie mir echt noch nicht angeguckt, ich habe schon das ein oder andere halbe Opening gesehen, ich wollte mich nicht zu sehr spoilern lassen, aber ich finde, diese Box ist wirklich absolut insane. Also es sieht so krass aus, train on, und ich bin so gespannt, wie wir die jetzt aufbekommen. Hierher. So haben wir das also. Das sieht so krass aus, auch mit den Startern. Und dann haben wir hier drei Schubläden. Das sieht sehr, sehr fancy aus. Drei Schubläden, ich bin gespannt. Ich lege mir die Box mal hin und wir gucken mal, wie wir das jetzt mal so rausziehen, um das professionell zu zeigen, zumindest zu versuchen. Okay, ich habe keine Ahnung, was in welchem Fächlein ist. Wir haben hier auf jeden Fall... okay, wir haben hier... wir haben hier die Promokarten. Die sehen ja absolut crazy aus. Ach du meine Güte. Die werden wir gleich ganz vorsichtig... Oh, ist die off-centered. Schade, Banane. Die sieht wirklich nicht ganz so toll aus. Die werden wir vielleicht gleich auspacken. Vielleicht. Und dann haben wir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 Celebrations-Booster. Das ist so süß. Das ist wie so ein Adventskalender einfach. Die wollen so die Türchen so öffnen. Ist noch was drin? Nein, da ist nichts mehr drin. Ich schieb das da wieder rein. Und dann schauen wir uns jetzt das nächste Fächlein an. Und... ich habe schon was gesehen, Leute. Und hier? Ja, guck mal, wir machen erstmal das hier. Noch ein Fächlein mit einem Promocode. Und wir haben dreimal schaurige Herrschaft und 2-4-mal Kampfstil und 1-mal Farbenschock. Also mir fehlt noch super viel aus Kampfstil und schaurige Herrschaft. Deswegen bin ich dem absolut nicht böse. Schauen wir uns auch gleich an. Aber jetzt, ich packe das hier wieder rein. Meine lieben Leute, der große Moment ist gekommen. Ach du Heilige. Bitte seid nicht völlig damaged. Oh, ach du liebes bisschen. Oh, wir haben eine Coin. Nein, doch. Oh. Raus da. Wir müssen uns das hier alles anschauen. Ich glaube, das wird ein etwas längeres Video, meine Lieben. Das befürchte ich sehr. Oh. Aha. Hört man das? Ich hoffe. Das ist ja ultra cool. Eine metallische Silber Celebrations Coin. Die ist richtig nice. Sehr, sehr cool. Und jetzt haben wir hier die heiligen Grale. Kann man so sagen, finde ich. Ich habe Angst, dass die damaged sind. Wirklich. Ich habe schon echt schlimme Zustände gesehen. Ach du Heilige. Ach du meine Güte. Sehen die krank aus. Oh. Guck mal, wer hier ist. Hier haben wir noch einen richtig geilen Blura-Coin. Oh mein, Coin-Pin. Sehr, sehr süß. Und jetzt kommt der Big Boss. Wie siehst du aus? Bitte sei nicht kaputt. Bitte sei in einem guten Zustand. Also so schaut es bisher gut aus. Da oben sehe ich schon eine kleine Delle. Wir werden die jetzt auspacken. Und wir werden uns die jetzt angucken. Ich mache einmal klar Schiff hier. Ich versuche, die mal ganz vorsichtig zu öffnen. Bei meinem Glück, ihr kennt das, habe ich die Befürchtung, dass etwas damit passieren. Wo, was? Die sind ja ultra schwer. Was? Warum ist die so schwer? Oh nein, hier ist so ein leichter Kratzer drauf. Ach du meine Güte, die sind ja richtig
richtig heftig. Leute, habt ihr eine Box abbekommen können? Wenn nicht, das ist ja, holt euch ein. Das ist ja in, ich meine, schaut euch diese fancy Karte an. Das ist ja, also ich komm nicht klar. Die ist ja richtig krass. Wie oft willst du krass sagen in diesem Video? Ja, die ist ja ultra heftig. Ich brauche unbedingt eine nagelneue Sleeve. Nigelnagelneu, ohne Staubkorn, ohne alles. Und dann kommt ihr da jetzt erstmal rein. Oha, das ist der Wahnsinn. Schauen wir uns Glurak an. Bitte, tu mir nicht weh. So. Okay, ganz vorsichtig. Ach, du es ist so abgefahren. Oh nein, hier unten auch. Hier unten richtig beschädigt, leider Gottes. Ah, schade. Hier oben leider auch einen leichten Ditcher. Aber hey, das sieht so crazy aus. Ach du meine Güte. Leute, ich weiß nicht, aber ihr könnt sagen, was ihr wollt. Das ist doch absolut irrsinnig. Was für eine ultra geile Idee. Da muss man erstmal drauf kommen. Wir haben hier noch ein Celebration Set mit einem Silberschweif. Was haben wir hier drin? Ah, hier wird nochmal auf die ganzen einzelnen Promokarten eingegangen, die in dem Set vorhanden sind. Hier zum Beispiel das Mimikma, das brauchen wir noch. Das kommt ja erst noch. Ich glaube, mit der Collector's Chest kommt die raus. Die Promokarten, absolut insane. Im Großen und Ganzen eine sehr, sehr schöne Box zum Aufbewahren. Aber jetzt ist Feier, meine Lieben. Wir wollen jetzt schauen, was wir hier draus ziehen können. Wenn es für euch okay ist, würde ich diese Booster gerne sealed lassen für unseren Community-Stream. Ich hoffe, dieses Video kommt am Tag, denn dann ist heute Abend der Community-Stream. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle reinschaltet. Und wir gehen jetzt ins erste Booster rein. Wir haben ein Lugia. Zekrom. Oh, wir gehen schon. Wir haben einen Hit. Ein Pikachu! Pikachu! Pikachus, Linis Geburtstags-Pikachu und ein Mew. Ich werde mir alle Hits mal separat zur Seite packen und dann werden wir am Ende ein kleines Recap machen, was wir gezogen haben. Ja, meine Lieben, ich bin gespannt. Uns fehlen haufenweise. Uns fehlt unter anderem Groudon. uns fehlt Turtok. Bisasflor. Fehlt uns nicht, aber hey, noch eine Starter-Holo. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Sehr, sehr schön. Kann man nicht genug von ziehen. Und ein Säugerleo dahinter. Weiter geht's. Drittes Booster. 17 Booster haben wir hier. Es gibt einen Simulator online, wo man schauen kann, wie viele Booster hätte man gezogen. Es ist virtuell. Und ich habe aus 17 Boostern 2 Hits gehabt. Das war sehr, sehr traurig. Ich bete dazu. Ich bete sehr, dass das hier nicht der Fall sein wird. Wir haben ein Ho-Oh und ein Pikachu. Fliegendes Pikachu V. Nice. Next one. Ich lege die vielleicht mal hier so hin, damit wir sehen, dass noch welche da sind. Also damit ihr das seht hauptsächlich. Ich weiß nicht, wie manche die so schnell aufbringen. Also ich tue mich da unglaublich mit schwer. Aber geht. Ist irgendwie machbar. Also, gut beiseite. Eviltal. Jetzt versuchen wir es nochmal von oben nach unten. Ich weiß nicht, irgendwie kleben die Hitkarten, also die dritte Karte klebt immer so an der Karte, die man runterziehen will. Und deswegen funktioniert es gar nicht so gut. Weder nach oben noch nach unten. Also das funktioniert in keinerlei Richtung. Weil aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, ist es dann immer so ein bisschen, nicht klebrig, aber ihr seht es, so ganz leicht runterziehen und die andere wird dann immer mit... Seht ihr, die andere wird immer mit runtergezogen. Ich raff's nicht. Aber hey, wieder ein Luxtra. Haben wir jetzt schon dreimal gezogen. Okay. Ist ein Oldschool-Hit. Ein sehr schöner auch noch dazu. Aber ich möchte doch jetzt gerne... Komm, wir brauchen Packluck. Wir brauchen Vintage-Luck. Wir brauchen Karten, die wir nicht haben. Bitte. Gönn. Set. Gönn. Okay. Wir haben Groudon. Ups. Wir haben ein Xerneas, ein Kyogre und ein fliegendes Pikachu again. Lasst uns eine Challenge machen. Also bisher erinnert mich das sehr an die virtuelle Box. Das wäre so traurig,
wenn sich das bewahrheiten würde. Lasst uns eine Challenge machen. Wie viele Pikachus können wir ziehen? Okay, wir haben Groudon. Ja, nice! Dunkles Garados! Wir haben was gezogen, was uns noch gefehlt hat. So cool! Und nochmal den Professor Oak dahinter. Ja, die nehme ich doch mit. Sehr, sehr, sehr schick. Ja gut, so kann das doch weitergehen. So kann es weitergehen. Wir mussten uns erstmal warm machen. Wir mussten erstmal ein bisschen reinkommen. Und jetzt sind wir drin. Jetzt sind wir drin. Jetzt geht's weiter hier. Zack auf zack. Wir haben einen Cosmoboom. Also ich glaube, mit diesen Holokarten kann sich jeder mittlerweile zuschmeißen. Wer von euch hat diese Holokarten noch nicht? Gibt es irgendeinen da draußen, der gar nichts, wirklich rein gar nichts von diesem Set aufgemacht hat und sagt, ich brauche diese Holokarten? Weil wenn ja, dann würde ich gerne mal so einige ganze Sets mit den Holokarten, weil ich habe die wirklich doppelt und dreifach, an euch verlosen. Wie ihr seht, hier haben wir schon wieder ein Seishin, sehr, sehr cool. Ist das normal oder ist das eine Printline? Das sieht sehr traurig aus. Ich glaube nicht, dass das so gehört. Die hat mir noch gefehlt. Sehr, sehr cool, aber der Zustand, ouch. So, wir haben jetzt bestimmt schon, was haben wir noch? 2, 4, 6, 8. Das heißt, wir haben jetzt gut die Hälfte geschafft. Checker. Und ja, was möchte ich ziehen? Also, ich würde so gerne so einen Riesenhit gerne abgehakt haben. Nach Tara, Mew. Ja, Mewtwo wäre auch noch so ein Ding, wo ich sage so, ach, der wäre auch noch ganz schön für die Sammlung. Am liebsten würde ich das Set gerne voll bekommen. Ungerne möchte ich viel Geld für diese teureren Karten ausgeben. Ja, es ist ein bisschen schwierig, glaube ich, weil gerade nach Tara und Mewtwo weiß ich gar nicht, aber gerade nach Tara ist natürlich ein Hit, der ein bisschen mehr kostet. Und ich möchte nicht so viel Geld ausgeben. Donphan, yes! Noch eine Karte, die uns gefehlt hat. Sehr, sehr cool. Donphan Prime. Damals aus der Hard Gold zu Silver Serie. Sehr, sehr cool. Und nochmal ein wunderschönes Pikachu dahinter. Okay, liebe Leute. 2 bzw. 3 Hits bisher aus den bisherigen Boostern, die uns gefehlt haben. Nicht so. Nicht so befriedigend, aber es sind geile Hits auf jeden Fall schon mal. Donphan sehr, sehr strong und das dunkle Garados sowieso. Aber komm, wir müssen eigentlich noch für die Sammlung, also dass wir sagen, wir kommen voran. 2 Hits möchte ich bitte noch haben. Bitte. Also ich habe schon Zuschauer von mir gehört, die gesagt haben, sie haben die geöffnet und haben mit dieser Box ihre Sammlung vollbekommen. Das wünsche ich mir jetzt auch. Leider nichts, nach wie vor nichts. Und wir sind schon bei den letzten 4 Boostern angekommen. Ihr seht, es geht zack, zack hier. Schlag auf Schlag. Und ja, hoffen wir nochmal auf ein, vielleicht auch 2 Premium-Hits, die fehlen. Das ist gerade ein Déjà-vu, was ich habe von den virtuellen Boostern. 3. Komm schon. Gönn. Gönn noch was Geiles. Please. Ich weiß gar nicht, auf welchem Slot wäre denn die Mew-Karte eigentlich? Wäre die auf dem letzten? Ich glaube, die wäre auf dem letzten Slot, oder? Wir haben Ho-Oh. Wir haben... Oh, wir haben noch was. Den Rocket-Vorstand again! Auch schon zum 3. Mal gezogen. Und ein Summer Center V. Hey, Doppel-Hit-Pack nehme gerne. Vorletztes Booster, meine lieben Leute. Okay. Ihr könnt auch jetzt gerne den Discord joinen. Wir haben dort einen Tauschkanal. Und falls euch noch was fehlt, könnt ihr gerne mal rumfragen und eure Tauschkarten auch reinschicken. Wir haben noch was. Was? Wieso? Was? Kann man nicht genug von ziehen. Ja gut, Bisaflor hat es wörtlich genommen. Aber hey, Bisaflor. Ich mag die Starter, die Base Holos. Also das ist nicht das Base Holo Pattern, aber das ist Base Holo Karte. Oh, es tut mir leid. Ach du Heilige. Ja, nehme mit. Wir haben das Last Pack Magic. Komm schon, please. Bitte, enttäusch mich nicht. Bitte, eine Karte, die wir noch brauchen.
Bitte lass uns nicht mit einem reinen Booster-Ding enden. Oh nein, es fühlt sich so dünn an. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Oh nein, Leute, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ein Pikachu. Full Art nochmal. Ja. Okay, Leute, machen ein Recap. Also, wir haben in Dunkles Garados den Vorstand, zweimal Bisa und das Geburtstags Pikachu. Dann haben wir Luxtra und Donphan, Samazenta, Seychen, Pikachu und die beiden Full Art Pikachus. Also viele Doppel, also zweimal, dreimal Doppelhit. Ich glaube, also von der Pullrate kannst du dich nicht beschweren. Absolut nice. Aber von dem, was wir gezogen haben, ist das, glaube ich, schon ein bisschen traurig. Weil drei Doppelte, wieso war das zum Beispiel nicht das Surfende Pikachu? Warum war das nicht eine V-Max oder so? Vielleicht keine einzige V-Max. Also, Leute, schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt mir, ob ihr auch eine Box haben konntet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und bis bald. Tschüss.